Okay, hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Drakensang. Und wir gehen jetzt in das Lager der Inquisition und klauen einen Messwein. Und bei ihm werden die Probenaufschläge nicht angezeichnet, was ich extrem blöd finde. Ja. Und da sehen wir auch schon das Lager. Und da sind Ronkwas-Handlanger. Räuber treffen wir sehr oft an in solchen Gebieten. Jo, Varina. Lux Vobiscum, ihr betretet das Lager der Inquisition. Was ist euer Begehr? Ich suche einen Weg, ja. Auch der Sonnenzug will das ruchlose Zauberwerk, niederreißen. Also sie sagt uns, wir sollen, ihn anschließen. Und zum Hören nach Ruhe, Praius. Das kann ich tun. Ja, sie sagt, wir sollen Josmene töten und ihr dann den Talisman geben. Und ja, dann erwarten uns größere Taten. Dieses Hexenweib wird bald im Buch uns reich mit den Seelen der Toten klagen, euer Gnaden. So soll es sein. Ja. Machen wir gleich auf. Okay, jetzt müssen wir eigentlich Josmene töten. Genau, das wollen wir eben nicht. Und ja. Da ist der Zeugwart, glaube ich. Hey, ja? Was ist? Ja. Okay, bei dem können wir Sachen kaufen. Wie ich sehe, auch Verbände. Ich hoffe jetzt, die reichen unendlich. Ja, sie reichen unendlich. Darum kaufe ich gerade 400 Stück. Und jetzt müssen wir betören. Hey, ja? Was ist? Ja. Betören. Erfolg. Ja, also gut, schlüpft schnell an mir vorbei. Wird schon keiner merken, hey. Ja, der Messwein. Jetzt können wir den Messwein klauen. Ich bin ebenso voraussehbar. Truhe öffnen. Ich nehme die Sache in die Hand. Da hat sicher nette Sachen drin. Mal überprüfen. Okay. Alles fährt auch gerade noch Quellwasser. Helles Pferdocker, helles Pferdocker. Helles Pferdocker ist ein gutes Bier. Bier macht uns dümmer, aber mutiger. Und das finde ich extrem witzig. Okay. Okay, jetzt gehen wir zu Josmene. Zu Josmene. Und sagen wir, ja, doch mal, dass wir den Messwein geklaut haben. Und dann erwartet uns auch schon ein Bosskampf. Ein Zwischenboss. Zwischenboss, sorry. Das wird ja mal wieder lustig. Ja. Ja, wie ihr vorhin gemerkt habt, ja, das sind Räuber. Die konkurrieren miteinander. Und ja. Wir können ihre Anführer fertig machen, entweder den Ronkwa oder den Humbert. Und die sind ganz schön schwierig, weil sie ein ganzes Heer von Gefährten mitbringen. Ah, da vorne ist schon Josmini und es wird dann gleich ein Autosave passieren. Also ich kenne die Einzelheiten noch. Ja, Autosave. Josmini. Na, schon wieder zurück aus den Tiefen des Waldes? Gute Frau, ich präsentiere dir Messwein. Frag bloß nicht, wie ich an ihn herangekommen bin.
Satuaria ist mit dir. Das wird ein böses Erwachen für die Sonnendiener geben. Hör zu, wenn du wirklich wünschst, dass dich die Hexen des Dunkelwaldes hinter die magische Barriere bringen, solltest du jeder Einzelnen einen Gefallen erweisen. Es soll ein Schaden nicht sein. Such meine Schwestern auf. Saphira ist auch eine bekannte Kräuterfrau in den Tiefen des Forsts. Gutshof ist die Mark Morla, eine von uns. Und natürlich Alvine, die durch die Wälder streift. Meine Schwestern zu finden, solltet ihr nicht schwerfallen. Ich habe ihre Aufenthaltsorte auf deiner Karte markiert. Bevor du gehst, gibt es aber noch ein paar Dinge, die ich mit dir besprechen muss. Und das wäre? Erstens, ja. Dann schlachte nicht alles wahllos ab, was dir begegnet. Du bist jetzt ein Freund der Hexen und mache Tiere des Waldes werden das spüren und dir nichts tun. Nicht alle, wohlgemerkt, nur einige. Gut, ich werde dran denken. Ja, die Hexenbäume. Wir können die Hexenbäume, also die Prioden. Ja, so kann man, ja. Hab dich wohl. Und jetzt kommt Sekunde. Ich habe also richtig gehört. Ihr seid ein Verräter, ein Ketzer und ein Hexenfreund. Praios Zorn soll euch zerschmettern. Praiovin, lauf zum Großinquisitor und bringe ihm die Kunde. Ihr anderen folgt mir. Zum Angriff. Okay, das wird nicht ganz leicht. Das wird sogar gar nicht leicht. Okay, machen wir mal die Prozedur. Oder vielleicht besser nicht. Okay, sie müssen dringend auf Varina. Und die da müssen auf... Bei meiner Axt! Die haben recht... glaube ich. Für die Königin. Also ist ein Zwischenboss mit halt, ja, furchtbar ist der. Und der Wolf ist jetzt dann gleich weg und das finde ich gar nicht gut. Okay, Marina ist schon ziemlich geblendet und Rolana ist auch geschossen. Okay, das sieht schon mal gar nicht gut aus. Ich nehme die Sache in die Hand. Sie haben kaum Schaden. Vielleicht sollte ich doch mal... Zum Angriff. Lass das mal Vorgrim machen. Okay, die haben recht. Okay, vielleicht könnte ich ihn niederwerfen. Ja, das ist gut. Und die sollten noch mal auf Dieter. Mach schon. Ja, Varina hat nur noch 27. Trotzdem noch recht. Okay, der eine ist umgeworfen. Ein Zwerg, ein Wolf. Sieht ganz gut aus eigentlich. Ich versuche noch den anderen umzuwerfen. Das wäre wirklich ideal. Okay. Für Ardo. Okay, sie ist tot. Okay. Und jetzt noch alle auf den. Bei Angroschbar. Oh Gott. Einer weniger. Okay, wie ihr seht, haben wir massenhaft Fragezeichen. Ja, wir haben halt auch viele Quests. Bandstrahler. Bandstrahler geben uns nützliche Sachen. Sie geben uns Schwerter. Zum Teil. Zum Teil auch nicht. Varina hat einen besonderen Überrest. Es ist schon etwas wert, wenn man sie besiegt. Okay. Und weiter geht's. Ich gehe mal zuerst zu Alvine. Alvine werden mir sicher ein paar nützliche Sachen beibringen können. Und ich glaube, hier stoßen wir ja auf viele Gegner und die möchte ich umgehen. Vor allem die da oben. Was sind das? Also Bandstrahler sind jetzt immer unsere Gegner. Sie können uns jederzeit angreifen. Wir sollten nicht zu nah an das Lager der Inquisition da, sonst massenhaft von Bandstrahlern kommen. Und ich will jetzt gern Alvines Lager wissen.
Walla ist dort. Okay, ich ziehe ein wenig in die... Okay, das sind zwei Bannstrahler. Die werden wir wohl nicht umgehen können. Was mir egal ist. Gute Entscheidung. Für die Königin. Für Rondra. Okay, los auf ihn. Okay, da kommen schon die anderen Gegner. Okay, einer ist tot. Kurkum! Für Ardo! Mein Atem geht ruhen. Drei. Okay, erschossen. Ich will jetzt mal etwas überprüfen, ob ich schon normale Wunden heilen kann. Und wie ich sehe... Provozieren. Diese Feuerfliegen gerade den Kampf. Ja, es geht. Dummerweise bin ich noch gar nicht geskillt. Jetzt sollte ich mich erstmal hochjagen. Er hat 12, sie hat 5. Okay, das werde ich dann besser mal für Acceleratus brauchen. Ja, das haben wir schon. Okay, ich werde jetzt mal einen Acceleratus auf. Weil, also dann wird man schneller. Angrosch Siegen heißt das bei den Zwergen. Und wie ich sehe, wirkt das gerade nur für 9 Sekunden. Also man muss ein sauhohes Level haben, um da. Ups. Ja, die müssen wir dringend aufnehmen, weil die geben uns alle sehr gute Beute. Heiltränke zum Beispiel, die wir in Kämpfen gut benötigen können. Und jetzt sollte ich zu Alvene. Und nicht in dieser Richtung, weil da ist das Lager der Inquisition. Ja, ich merke es gerade. Nein, ich laufe total in die falsche Richtung. So, jetzt muss ich nur noch so. Aha. Okay, wieder mal geht's nicht durch. Wir müssen wahrscheinlich gegen einen Patrouille-Bandstrahler kämpfen. Dafür tun uns jetzt die Tiere nichts mehr. Okay, ich laufe direkt zu Alvene. Sehr gut, sehr gut. Alvene ist eine gute Lehrmeisterin. Sie ist eine Elfe. Alvene, wie kann ich deinen Hexenschädel... Ach, deinen Eulenschädel, verdammt nochmal. Der nächste Mann, der mir vor den Bogen läuft, sollte schleunigst das Hasenpanier ergreifen. Halt! Bleib stehen! Nicht erschrecken, ich wollte mich nicht anschleichen. Bist du die Jägerin, Alvene? Warum willst du das wissen? Aber ja, ich bin Alvene und so schnell lasse ich dich nicht wieder gehen. Deine gute Freundin Jasmine schickt mich. Sie sagte, ich könne dir helfen. Ein Rache-Dämon. Du kommst wirklich wie gerufen. Kannst du diesen armen Vieh einem guten Freund von mir überbringen? Das ist doch ein leichtes Spiel. Das wird ein Spaß. Wo kann ich? Diese treulose Ratte, ja. Also, ja, sie... ihr Freund hat sie verlassen und das macht sie wütend. Ich will keine Tochter Satuarias mehr sein, wenn... Ach, sei gegrüßt. Zählen mir vom... Ja, beibringen. Bogen. Ja, die kann einem eben das zeigen. Und das, da muss ich dringend bei ihr lernen, dann später. Ich kann das, ja, aber ich mache es nicht. Das wäre vielleicht noch ganz nützlich. Okay, da ich ja ein Elf bin, kann ich die meisten dieser Sachen schon.
Ragnarok Meisterschuss. Okay. Okay, okay, okay. Ja, vielleicht doch so ein Mega-Harvest. Oder wie das heißt. Und jetzt könnte ich vielleicht... Nein, das kann ich natürlich nicht. Okay. Und wir müssen jetzt zu Borsche Danus. Oder wie das heißt. Danus. Wo ist Danus? Das ist natürlich auch das Inquisitionslager und da könnten wir uns dann gleich einen Bossfight stellen. Würde ich mal sehr meinen. Da warten ja ganze Scharen von Gegnern auf uns. Es ist besser, wir weichen ihnen aus. Weil gegen so viele Bannstrahler kann ich schlichtwegs nicht antreten. Auch wenn sie uns geradezu hinternach kommen. Nun ja, dann werde ich halt mal einfach einen Umweg suchen. Also, tschüss, bis nachher.